Nach einer Tagesfahrt in die Gewässer östlich von Berlin zum Mückelsee über die Mückelspree und den Demeritsee hieß es am dritten Tag am frühen Morgen wieder um 7.15 Uhr Leinen los. Von unserem Liegeplatz am Schiffbauerdamm, an dem wir auch für die zweite Nacht problemlos einen freien Platz gefunden hatten, ging es mit der Sonne im Rücken wieder durch die Spreebögen gen Westen. Vorbei am Reichstag und am Paul-Löbe-Haus. Durch die tiefstehende Morgensonne wurden der Bahnhof und der Glaswürfel sehr schön angeleuchtet und hätten sicherlich ein schönes Fotomotiv abgegeben. Auch wenn ich durch diese Brücke schon einmal durchgefahren bin, war ich sehr froh, dass ich in der Früh kein Fahrgastschiff vor mir oder hinter mir hatte, das ungeduldig wartete. Die Charterjacht hatte mit Aufbauten eine Höhe von ca. 3,80 Meter. Bei den ersten niedrigen Brückendurchfahrten an den beiden Tagen zuvor hatte ich richtig hohen Puls und bin damit Standgas auf die jeweilige Durchfahrt zugefahren. Aber seht selbst. Es war ein magischer Morgen, windstill und mit sommerlichem Vogelgezwitscher. Lehnt euch jetzt zurück und genießt die Fahrt durch sommerliche Berlin bis zur Schleuse Spandau. Um 10.30 Uhr haben wir an der Schleuse Spandau festgemacht. Aufgrund der Trockenheit zu diesem Zeitpunkt wurde in der Schleuse auf weitere Boote gewartet, bevor die Teilschleusung ausgeführt wurde. Nach der Schleuse ging es für uns über den großen und kleinen Wannsee zurück nach Potsdam. Am nächsten Tag fuhren wir weiter nach Werder an der Havel zu unserer Charterbasis, wo wir unser Boot zurückgeben mussten. Danke Berlin für die unvergesslichen Tage. Für mich war es das Highlight eines Charterturns, den ich lange in Erinnerung halten werde.